In einem Treppenhaus des Deutschen Museums ist jene machtvolle Rakete aufgerichtet, die im letzten Krieg in Peenemünde auf Usedom unter der wissenschaftlichen Leitung eines damals sehr jungen Mannes entwickelt wurde, eines Mannes namens Wernher von Braun, der heute zu den maßgebenden Männern der amerikanischen Raumfahrtprogramme gehört. Die Amerikaner haben gegen Ende des Krieges mehrere Exemplare dieser Rakete vom Typ A4, damals V2 genannt, mit nach Amerika genommen und genau untersucht. Ein Exemplar ist dann nach dem Krieg wieder zurückgekommen. Es war bestimmt für das in Stuttgart geplante deutsche Raumfahrt- und Raketenmuseum. Und da dieses Museum bis heute nicht verwirklicht ist, wurde die Rakete weitergegeben an das Deutsche Museum. Hier hinter mir sehen Sie den Schnitt durch die Brennkammer der A4, damals V2. Das ist kein Modell, es ist die originale Größe. Das 14 Meter hohe Ungetüm, die Stammmutter aller modernen Großraketen, ist der Anfang der praktischen Raumfahrt, die wiederum nicht gedacht werden konnte ohne den langen Prozess des Begreifens, den wir Astronomie nennen, die Wissenschaft von den Sternen und dem Bau des Weltalls. Schon die ältesten Kulturen haben sich mit dieser Wissenschaft befasst. Bei den Babyloniern waren die Sterne Götter, die über das Schicksal der Könige und ihrer Völker bestimmten. Auf diesem Gedenkstein finden wir das babylonische Zeichen des Jupiter, dessen Wege sternkundige Priester laufend verfolgten. Den Himmel der Ägypter bevölkert eine Vielzahl von Gottheiten, die schützen, die zürnen, die rächen, die treue Dienste belohnen, die Befolgung von Geboten fordern, Übertretungen bestrafen. Der berühmte Tierkreis von Dendera aus der Zeit der Ptolemäer, die die letzten 300 Jahre vor Christus in Ägypten regierten und mit Kleopatra endeten. Dendera war eine der ältesten und berühmtesten Städte im alten Ägypten mit dem Tempel der Hathor, der Göttin des Himmels und der Liebe, ein Tempel, der sich gut erhalten hat. Das Original dieser Himmelsdarstellung ist im Louvre. Der Versuch des Ketzerkönigs Echnaton, einzig und allein die Gottheit Sonne anbeten zu lassen, liegt zur Zeit dieser Himmelsdarstellung von Dendera über 1000 Jahre zurück. Die Wissenschaft ist zu den verwirrend vielen tierköpfigen Göttern zurückgekehrt. Die Götter auf den Tempelfriesen der Griechen, Götter mit menschlichen Zügen, mit menschlichen Gefühlen, mit menschlichen Leidenschaften, nehmen vom Sternenhimmel Besitz. Aus Zeus wird Jupiter, aus Aphrodite die Venus, aus Ares Mars, aus Poseidon Neptun, aus Kronos Saturn. Hipparch, im 2. Jahrhundert vor Christus lebend, mit seinem Diopter, einer Zielvorrichtung zum Anvisieren der Sterne. Ptolemäus, der bekannteste Astronom des Altertums, lebte um 140 nach Christus in Alexandria. Bis zum Ende des Mittelalters bleibt das Weltsystem des Ptolemäus bestehen. Die Erde bildet den Mittelpunkt, um den die Sonne, der Mond, die Planeten kreisen. Das mittelalterliche Weltbild sieht die Erde wissenschaftlich so, wie unser Auge und unser Gefühl auch heute noch, als Mittelpunkt der Welt. Sieben gläserne Sphären drehen sich um diesen Mittelpunkt. Darauf sind Sonne, Mond,
die Planeten und die Fixsterne festgesteckt. Jenseits dieser Welt dann erstrecken sich die Gefilde der Engel. Sie sind um den Thron Gottes geschart. Ein bewegliches Modell in einer Glaskugel veranschaulicht das Gebäude des Himmels, wie man es sich im Mittelalter vorgestellt hat, noch einprägsamer. Durch Drehen einer Kurbel kann man Sonne, Mond und Planeten in Marsch setzen. Die Zahnrädchen dieses mechanischen Modells sind sehr kunstvoll so übersetzt, dass die Bahnen der Gestirne zeitgerafft verfolgt werden können. Man sieht zweierlei. Einmal, dass die Sonne mit den Planeten um die Erde laufend gedacht wird. Und dass die Planeten während des Umlaufs um die Erde ihrerseits Kreise beschreiben. Mit der Annahme solcher Beikreise konnte man erklären, warum der Mars manchmal rückläufig wurde. Waren die Berechnungen mit dem, was man am Himmel sah, in Übereinstimmung zu bringen? Mit einfachen Kreisen hatte man das nicht erreichen können. Himmelsbeobachtungen mit dem Astrolabium im 13. Jahrhundert. Mit dem Astrolabium, das die Araber erfunden haben, hat man die Höhen der Gestirne gemessen. Ein abendländisches Original um 1600. Aus der gleichen Zeit stammt dieser Holzschnitt. Er drückt das Verlangen des Menschen aus, die Rätsel des Universums zu lösen, hinter die Dinge zu schauen, das Uhrwerk kennenzulernen, das die Gestirne bewegt. Ein Astrolabium, das für Kaiser Rudolf II. Gefertigt wurde, den Förderer von Tycho Brahe und Kepler. Astronomische Instrumente aus Mittelalter und früher Neuzeit. Eine Armillarsphäre zum Messen der Fundamentalkreise des Himmels. Ein Quadrant, das Kreisviertel, das ist ein anderes Messinstrument der Astronomen. So hat man den Quadranten gehalten. Appian hat ihn um 1530 eingeführt. Auch mit dem Jakobsstab konnte man, einigermaßen primitiv wohl, Sternabstände und Sternhöhen messen. Die Sternwarte Uranienburg auf einer Insel bei Kopenhagen. Hier beobachtete Tycho Brahe, der letzte der großen Astronomen, vor der Erfindung des Fernrohrs. So arbeitete er. Ein Sekretär schrieb laufend mit, was Tycho Brahe angab. Ein anderer stellt jeweils die genaue Uhrzeit fest. Wir dürfen annehmen, dass Tycho Brahe auf seiner Sternwarte die genauesten Uhren in Europa gehabt hat. Tycho Brahes Berechnungen mit solchen Instrumenten gewonnen, ohne Fernrohr, waren verblüffend exakt. So exakt, dass sein Schüler Kepler, der sie erbte, damit die Gesetze der Planetenbewegung entdecken konnte. Tycho Brahe war übrigens ein Gegner von Kopernikus. Er schuf sich sein eigenes Weltsystem. Bei ihm bewegten sich Mond und Sonne um die feststehende Erde, die Planeten allerdings um die Sonne. Mit Kopernikus dann ist eine neue geistige Epoche der Menschheit eingeleitet. Nicht die Erde, so dekretiert er, die Sonne ist es, die im Mittelpunkt des Weltalls ruht. Die Erde ist nur ein Planet, der wie die anderen Planeten auch die Sonne umläuft. Mit Galilei beginnt ein neuer astronomischer Abschnitt. Er hat von einem Fernrohr gehört, das als Kuriosität auf einer Messe in Deutschland angeboten wurde. Er erfindet es ohne Mühe nach und richtet es zunächst auf den Mond. Dies sieht er. Eine narbenbedeckte Oberfläche, Ringgebirge, dunkle Flächen, die er für Meere hält. Diese Zeichnungen stammen von seiner Hand aus dem Jahr 1610. Die größte Überraschung erlebte er bei der Beobachtung des Jupiter. Da waren kleine Sternchen in seiner Nähe. Einmal zwei auf einer Seite und einer auf der anderen. Dann wieder sehen Sie selbst, wie er ihre veränderte Stellung von einer Beobachtungsnacht zur anderen eingetragen hat. Man hat nach der Entdeckung der Jupitermonde durch Galilei noch viele weitere Monde, 32 bis heute, in unserem Sonnensystem festgestellt. Dieses Glaskugelmodell
zeigt den Fortschritt. Ein Sternenkarussell, das mit einer Kurbel in Bewegung gesetzt werden kann, freilich nicht mehr die Ruhe der Sternbahnen wiedergibt, weil die Zahnrädchen schon ausgeleiert sind und das Gestänge nur noch ruckend und zitternd mitmacht. Der Rundlauf der Planeten, darunter die Erde eingereiht ist, seit Kopernikus. Die Planeten wiederum sind umlaufen von ihren Monden. Dass die Planeten die Sonne nicht in Kreisen, sondern in Ellipsenbahnen umlaufen, erkannte Johannes Kepler. Freilich, dieses Modell übertreibt die Ellipsenbahn sehr stark. In Wirklichkeit ist sie fast ein Kreis. Aber noch etwas anderes wird in der Übertreibung deutlich. Der Planet läuft in Sonnennähe schneller als in Sonnenferne. Der Engländer Newton entdeckte das Gesetz der Massenanziehung. Es gilt für die Planeten wie für den vom Baum fallenden Apfel. Der dänische Astronom Ole Rømer fand 1675 heraus, dass die Jupitermonde Unregelmäßigkeiten zeigen. Er schloss aus dieser Beobachtung, dass das mit der wechselnden Entfernung des Jupiter von der Erde zusammenhängen müsse, dass das Licht somit eine Geschwindigkeit habe. Und er rechnete die auf 220.000 Kilometer in der Sekunde. Es sind 300.000, wie wir heute wissen. In Danzig hatte der Astronom Hevelke, genannt Hevelius, eine Sternwarte auf einer Plattform über den Dächern von drei Häusern errichtet. Für seine Messungen benutzte er nach wie vor einfache Diopter und Quadranten. Er erreichte damit, nicht zuletzt seiner guten Augen wegen, ganz hervorragende Ergebnisse. Fernrohre dienten ihm nicht zur Messung, nur zur Beobachtung, vor allem zur Beobachtung des Mondes. Diese Karte ist von Hevelkes Hand. Er hat sie 1647 veröffentlicht. Dass die sogenannten Meere, Maria, keine Ozeane waren, stellte er bereits fest. Die mittlere Entfernung des Monds von der Erde war übrigens schon im Altertum annähernd bekannt. Ptolemäus hatte 59 Erdhalbmesser angegeben, es sind über 60. Heute hat nicht nur jedes Gebirge, jeder Krater auf dem Mond seinen Namen, man ist längst daran gegangen, die am besten geeigneten Landeplätze auszumachen. Dieses Gebälk ist Teil eines Teleskops, das der deutsche Herschel, ursprünglich ein Musiker und Liebhaberastronom, in England gebaut hat. Das größte seiner Art, Mitte des 18. Jahrhunderts, ein Teleskop von 12 Meter Länge mit einem Spiegeldurchmesser von 1,20 Meter, bewegt durch ein Gewirr von Seilen und Flaschenzügen. Damit entdeckte Herschel eine Unzahl von Sternensystemen, die unserer Milchstraße ähnlich waren, so wie Galilei festgestellt hatte, dass unsere Milchstraße aus unzähligen Sonnen besteht. Auch dies hatte Galilei schon gesehen, dass die Sonne, dieses Symbol der Reinheit, Flecke zeigte. Dass diese Flecke über die Sonne hinwegwanderten, dass sie entstanden und vergingen. Galilei hat sie deshalb für Wolken gehalten. Tatsächlich sind die Sonnenflecken nicht, wie er meinte, von ihm allein, sondern mehrfach beobachtet worden. Unter anderem mit diesem Instrument, das dem Jesuitenpater Scheiner in Ingolstadt gehörte. Scheiner vermied es, die Sonne direkt zu beobachten, was ja sehr gefährlich ist, womit man die Erblindung riskiert. Vielmehr projizierte er das Sonnenbild auf einen Schirm. So konnte man die Sonnenflecken gefahrlos beobachten und bequem aufzeichnen. Scheiner ist in einen heftigen Streit mit Galilei geraten, um den Anspruch, der Erste gewesen zu sein, der Sonnenflecken beobachtete. Der Jesuitenpater mit seinem Assistenten, der ihm das Projektionsbild ausmisst. So hat Christoph Scheiner die Wanderung zweier Sonnenflecken innerhalb von 14 Tagen im März 1627 gesehen. Und so Athanasius Kircher, übrigens auch ein Jesuitenpater, der die Sonne 8 Jahre später darstellt, als puffe sie aus zahlreichen Feuern.
So wiederum erscheinen die Sonnenflecke auf einem Foto, das die Sternwarte auf dem Mount Wilson in Amerika in unserer Zeit gemacht hat. Übrigens werden die Sonnenflecken auch heute noch ähnlich registriert, wie das Christoph Scheiner in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges gemacht hat. Dieses Sonnenobservatorium steht auf Capri. Es ist gewissermaßen eine Zweigstelle, ein Ableger der Fraunhofer Sternwarte auf dem Schauinsland bei Freiburg im Breisgau. Das sind Wolken, die da durchziehen. Man verwendet heute zur Beobachtung der Sonnenflecken Vordrucke, auf denen die Sonne bereits eine Gradeinteilung hat. Wenn man dann die Flecke einzeichnet, indem man einfach das Projektionsbild mit dem Bleistift nachmalt, ist damit die Lage bereits eindeutig ausgemessen. Die Kamera kann uns bei direkter Beobachtung der Sonne durch das Fernrohr eine ungefähre Vorstellung von dem geben, was sich auf ihrer Oberfläche abspielt. Ein Gasball, in dessen Tiefen Temperaturen von Millionen Grad herrschen, an der Oberfläche noch immer etwa 6000 Grad. Ein riesenhafter Atommeiler, in dem Wasserstoffatomkerne zu Heliumatomkernen zusammenschmelzen und dabei Energie freisetzen. Die Sonnenflecke sind Gebiete, in denen die Temperatur herabgesetzt ist. Ihr Mechanismus ist durchaus noch nicht endgültig geklärt. Sie entstehen, so versucht man es zu erklären, durch wirbelartige Strömungsvorgänge, bei denen mächtige Magnetfelder erzeugt werden. Mit dem Koronographen, einem Fernrohr, in dem die eigentliche Sonnenscheibe abgedeckt ist, wie bei einer totalen Sonnenfinsternis, kann man den Sonnenrand beobachten. In diesen Zeitrafferaufnahmen enthüllt die Sonne ihre gewalttätige Natur. Wasserstofferuptionen, Fontänen glühender Gase springen hervor, die sogenannten Protuberanzen. Hier sind sie vom Magnetfeld in riesige Bögen gezwungen, zur Sonnenoberfläche zurückgezogen. Bis zum 50-fachen des Erddurchmessers wehen sie in den Raum hinaus. Dass die Erdbahn von dieser Energiehölle weit genug entfernt ist, um sie gerade noch als einen wärmenden Hauch, als einen anregenden Strahlungsschauer zu empfangen, ist unser Glück. Aber auch das ist unser Glück, dass wir nahe genug sind, um ihrem Licht und ihrer Wärme das Leben zu verdanken. Nicht der Kältestarre weiter draußen anheimzufallen. Wahrscheinlich wird der relativ schmale Raum zwischen der Bahn der Venus und der Bahn des Mars, relativ schmal gemessen an den Tiefen des Weltraums, für lange Zeit auch das Feld sein und bleiben, das der bemannten Raumfahrt zugänglich ist. So wie die Astronomie im Deutschen Museum durch Instrumente des Anfangs dokumentiert ist, so auch die Raketenentwicklung, die die Raumfahrt möglich gemacht hat, durch Anfänge, die fast rührend wirken. Der erste Raketenschlitten der Welt, eine Konstruktion von Max Vallier. Anfang Februar 1929 trieb ihn der Rückstoß seiner Pulverraketen auf dem Eis des Starnberger Sees auf eine Geschwindigkeit von 400 Kilometer in der Stunde. Der erste Raketenwagen der Welt war schon von einer Flüssigkeitsrakete angetrieben. Er startete erstmals 1930. Die erreichten Geschwindigkeiten waren gering, aber es ist eine Flüssigkeitsrakete, die die Entwicklung in der Folgezeit bestimmt hat. Das kleine Rohr ist die Düse, durch die die Gase nach rückwärts ausstoßen. Das erste Raketenflugzeug der Welt, ein Segelflughochdecker, von einem Studenten, Hatri, gebaut, von Fritz von Opel auf dem alten Flugplatz von Frankfurt am Main öffentlich vorgeführt. Der Start erfolgte mit einem Raketenkatapult, dann zündeten die Pulverraketen von Zander, 150 Kilometer pro Stunde, Juli 1929. Aber schon 1923 war ein Buch erschienen, die Rakete zu den Planetenräumen, in der die Raumfahrt physikalisch und rechnerisch durchdacht ist. Der damals noch junge Autor Hermann Obert ist der Jugend verbunden geblieben. Also ich halte es für nötig, dass besonders junge Leute sich mit der Raketensache beschäftigen. Die zahlreichen Umerziehungen im Laufe der letzten 30 bis 40 Jahre haben wenigstens das eine Gute gehabt,
dass unsere Jugend heute auf Schlagworte nicht mehr hereinfällt. Dass sie, man kann ihnen mit den schönsten Worten kommen und sie werden doch nüchtern die Dinge prüfen. Allerdings hat eine allzu große Nüchternheit auch ihre Gefahren. Besonders ein junger Mensch braucht auch Ideale, für die er sich begeistern kann. Und die Raketensache zeigt ihm solche Ideale. Diese Handschrift, in der die Theorie der Fernrakete dargelegt ist, stammt von dem bekanntesten Schüler Hermann Oberts, dem heute führenden Raketenspezialisten im Westen, Wernher von Braun, der sich gern seiner Anfänge erinnert. Ich habe als Untertertianer mal in einem Kosmosheft über, da gibt es so ein jährliches Buch, das heißt das Kosmos-Himmelsbuch, glaube ich, im Jahr 1925 gesehen, dass da ein Buch erschienen war von einem gewissen Hermann Oberth, die Wege zu den Planeten räumen. Und ich habe damals als Penela nach diesem Buch geschrieben. Ich habe dann zwar sehr wenig davon verstanden, aber dieses Buch hat mich immerhin auf den Kurs gesetzt und ist irgendwie der Wegweiser für mein weiteres Leben geworden. Bei der von Braun in Peenemünde entwickelten A4, damals genannt V2, geht es anfänglich nicht ohne Unfall ab. Im Oktober 1942 dann stieg eine Großrakete auf eine Höhe von 150 Kilometern. 1949 die Signalrakete, die der A4 aufgesetzt war, auf 403 Kilometer. Die erste Zweistufenrakete, die in den Weltraum vordringt. Was Hermann Oberth 1923 in seinem Buch in 4 Punkten voraussagte, hat sich inzwischen erfüllt. Erstens, dass Maschinen höher steigen können, als die Erdatmosphäre reicht. Zweitens, dass sie Geschwindigkeiten erreichen können, die sie aus dem Anziehungsbereich der Erde hinaustragen. Drittens, dass Menschen ohne gesundheitlichen Nachteil mit emporfahren können. Und viertens, dass sich der Bau solcher Maschinen lohnen wird. Der Konfetti-Schneefall feiert Amerikas ersten Astronauten John Glenn, der die Erde im Februar 1962 dreimal umrundet hat. Aber schon im Jahr zuvor, 1961, hatten die Russen im April Gagarin für eine Umrundung, im August den Kosmonauten Titow für 17 Umläufe hochgeschickt. Im Oktober 1957 war der erste noch unbemannte Satellit Sputnik 1 gestartet. Im Sputnik 2 war die Polarhündin Laika das erste Lebewesen in einer Umlaufbahn um die Erde. Die Russen haben zu dieser Zeit einen deutlich erkennbaren Vorsprung in dem Wettlauf, der als nächstes großes Ziel den Mond anvisiert. Die Entwicklung der Raketen in Amerika. Links die A4 von Peenemünde übernommen, daneben die Vanguard, die Amerikas ersten Satelliten in den Raum bringen sollte. Dann die Redstone, die den Explorer in den Umlauf brachte. Es folgen Thor und die Atlas- und Jupiter-Raketen, die die Astronauten in den Raum befördert haben. Die größte Jupiter 5 für das Mondunternehmen. Sie ist größer konstruiert als Münchens Dom. Umlaufbahnen um die Erde. Bei einer Geschwindigkeit von mehr als 8 Kilometern pro Sekunde streckt sich die Kreisbahn zur Ellipse. Bei 11 Kilometern pro Sekunde der Fluchtgeschwindigkeit kann die Erde eine Rakete nicht mehr festhalten. Schon die ersten Satelliten haben übrigens die sogenannten Van Allenschen Strahlungsgürtel entdeckt. Sie stellen kein ernstliches Hindernis für die Raumfahrt dar. Nachrichtensatelliten, die ihre Sender durch Sonnenzellen elektrisch versorgen, vermögen Telefongespräche und Fernsehbilder über die Ozeane hinweg zu vermitteln. Die Namen Echo 1 und Telstar sind uns geläufig. Über so ein System von Nachrichtensatelliten kann man zu jeder Zeit jeden Ort der Erde erreichen. Wettersatelliten umkreisen den Planeten Erde, vermitteln mit laufenden Wolkenbildern eine ständige Wetterübersicht. Aber wie schon gesagt, letztlich geht das alles auf diese Rakete zurück, die A4,
die wir im Original im Treppenhaus des Deutschen Museums stehen sehen. Eine aufgeschnittene Brennkammer erweist sich als relativ klein. Ein schulpflichtiger Bub würde in ihrem Innern stehen können. Die schematische Darstellung, die man mit einem Knopfdruck am Lichtkasten in Betrieb setzen kann, zeigt, was sich im Innern der Brennkammer beim Start abspielt. Nach der Vorzündung wird Sauerstoff zugeführt. Der Sauerstoff wird gebraucht zur Verbrennung des Treibstoffs. Die Rakete trägt ihren Eigenbedarf an Sauerstoff mit sich in einem Tank in flüssiger Form. Sie muss ihn ja auch außerhalb der Erdatmosphäre zur Verfügung haben. Alkohol, der Brennstoff, wird zugepumpt. Zunächst in einer Vorstufe, dann beim vollen Schub wird der Gasstrom, der durch die Verbrennung des Treibstoffs erzeugt wird, durch die Düse mit großer Geschwindigkeit hinausgestoßen. Die Rakete wird vom Starttisch abheben und sich mit zunehmender Geschwindigkeit entfernen. Der Rückstoß wirkt bekanntlich auch außerhalb der Erdatmosphäre. Er braucht nicht, wie man sich vorstellen könnte, das Gaspolster der Erde, um sich davon abzustoßen. Gerade im luftleeren Raum hat der Rückstoß, da ihn nichts mehr hemmt, seine volle Wirksamkeit. Das geht so bis zum Brennschluss. Von da an fliegt die Rakete wie ein gewöhnliches Geschoss. Das ist ein Modell der Kapsel, in der John Glenn im Februar 1962 die Erde dreimal umkreist hat. Im Mai desselben Jahres Scott Carpenter dasselbe Experiment bestand, im Oktober 1962 Walter Schirrer die Erde sechsmal umrundete. Die Astronauten haben diese Reisen um die Erde in ihren Raumfahrtanzügen in liegender Stellung absolviert. Gewissermaßen so bequem als möglich, bei der geringen Bewegungsfreiheit, die sie haben, wie ein Konstruktionsteil eingepasst, eingeschlossen wie in einer Büchse, die Versorgungsgeräte in Griffnähe, die Anzeigeinstrumente über sich. Den Sternhimmel haben sie in einem Planetarium von Zeiss studiert, wie es auch im Deutschen Museum besucht werden kann. Jenes großartige Instrument, mit dem man ins Innere einer Kuppel den Sternhimmel projiziert und alle Bewegungen der Sterne nachvollziehen kann. Ein mechanisch-optisches Meisterwerk mit seiner Vielzahl drehender Teile, rotierender Prismen und Projektoren. Die zeitgerafft die Sternbewegungen des Himmels an die Kuppeldecke des verdunkelten Raums werfen. Ein Sternentheater, das gleichsam vom Vorführertisch mit wenigen Handgriffen aus regiert wird. Allein dieser Vorführung wegen würde der Besuch des Deutschen Museums lohnen. Das Planetarium gehört zu den unvergesslichen Erlebnissen.